Vendetta testet, Vendetta testet, Vendetta testet eure Games. Vendetta testet, Vendetta testet in 15 Minuten eure Games. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Vendetta testet. Heute ist es War Thunder, da ist gerade die Open Beta. Ich habe jetzt dummerweise gerade das Tutorial, da ist es, abgebrochen. Weil ich wollte einfach nur erstmal leiser machen. Ich kenne das Spiel noch überhaupt nicht. Es ist umsonst bei Steam erhältlich. Und wir gucken jetzt einfach mal gemeinsam rein. Mal gucken, 15, 20 Minuten, was so abgeht. Hier lernen Sie die Grundlagen des Luftkampfs. Beliebige Taste. Ja. Achso, man konnte am Anfang auswählen, ob man Maus und Tastatur, ob man Gamepad, das ist alles schon vorgegeben. Beliebige Taste zum Fortführen. Ja, kriege ich schon hin, danke. Ja, Seitenruder, alles klar, alles klar. Mach ich. Oh, hab ich mir doch leichter vorgestellt. Oder eher nach oben, okay. Ah, das ist natürlich intuitiv. Langsamer fliegen. Hört die aktuelle Fluggeschwindigkeit. Okay, 238, alles klar, Mann. Okay. Ja, kriegen wir schon hin. Ja, beschleunigen. Wow. Sehr fein eingestellt. Oh. Alter. Jede Mission hat eine eigene Aufgabe und Ziele, die sich für den Sieg erfüllen. Okay. Sehen Sie auf die taktische Karte. R2. Naja, es heißt nicht ganz R2, es heißt RT, aber... Alter. Boom! Nun geht es um bewegliche Ziele. Ein feindliches... Wählen Sie es aus. Führungswinkelanzeige, okay. Ah, da wird schon gezeigt, wo man hinschießen muss. Wie assi ist das denn? Ja, los, wieder her. Boah, ich muss mal ganz schnell die, vibrieren. Ach, klar, vibrieren ist immer geil. Autopilot, Maßeinheit. Ja, ist alles ja richtig. Aber das, was ich eher suche... nein, ist schon richtig. Dann nehmen wir die Maus. Das ist alles okay. Das interessiert den Toten. Das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht. Social. Ja, ich will gleich zu Twitch TV. Nein, ich möchte Steuerung. PostFX-Einstellung. Nein, das suche ich auch nicht. Steuerung. Ach, Mensch. Da, die Empfindlichkeit. Die ist ein bisschen zu hoch. Mal gucken, ob das jetzt besser ist. Ah, das fliegt sich doch weicher. Oh, trotzdem. Oh. Bumm. Okay, kaputt gemacht. Mehr Gas. Oh. Achso. Wieder weiter runter. Oh, zieh hoch, Junge. Alter, Alter. Gibt es irgendwie die Innenperspektive? Doch. Alter, zieht der hoch. Ist gar nicht so einfach, Leute. Das. Oh, langsamer. Alter.
Alter, das ist echt nicht leicht. Ich frage mich gerade, ob es doch mit Maus und Tastatur einfacher geht. Ich mach mal ganz kurz hier Maus und Tastatur. Ist nicht ausgewählt. Ah! Maus zielen. Oh, kann ich nicht. Das ist ja scheiße. Oh oh. Jetzt haben wir ein Problem. Oh oh. Ach scheiße, das kriegen wir doch noch hin. Gib Stoffi. Oh, ich bin abgeschmiert oder was? Mehr Gas. Ah, okay. Oh, ich schieße mal zu lange, ich voll Idiot. Ein Stück runter. Komm schon. Wenn er schießt, verzieht er volles Brikett. Wir sind schneller hinterher. Also für ein Gratis-Spiel sieht es ja nett aus, keine Frage. Aber steuert sich wie Grütze. Also mit dem Controller jetzt. Zerstöre den Laster. Hm. Sie können zoomen. Ah. Okay, so viel dazu nochmal. Ja, aber nicht einfach. Oh, cool. Das Tutorial ist abgeschlossen und ich fühle mich jetzt total sicher. Muss ich ja sagen. Kein Stück fühle ich mich sicher. Oh mein Gott. Wow, Sander, ey. Ja, yeah, abgeschlossen. Kann ich auch gleich bei Facebook posten. Ja, gehen wir in die Schlacht, oder? Ich spiele natürlich die Achsenmächte. Geht schon los, oder was? Ich bin gespannt. Nutzen Sie die Zielkamera, rechte Maus, das... Mm. In die Schlacht. Ich bin bereit. Oh Gott, in 5 Sekunden geht's los. Und wir wissen nicht, was passiert. Nebenbei lade ich gerade noch ein Video hoch, also weiß ich nicht, wie die... Oh mein Gott. Woher weiß ich denn, was hier Gegner ist und was nicht? Ich bin... Blau. Alles klar. Habe ich unendlich Muni? Ja, ein Gegner. Oh, mehrere. Einfach alles abräumen. Mm. Oh, das sind mir zu viele. Hau ab, Vendetta, hau ab. Stoßflug. Ich versteck mich hinter meinen Freunden. Oh, da ist schon einer abgeschmiert. Auch erster Flugfreund. Da hat schon einer die Schlacht verlassen. Da es ja von den Machern von World of Tanks ist, ist wahrscheinlich so, wenn ich tot... 7G, Alter, mir wird schwarz vor Augen. Gehe ich davon aus, dass wenn tot, dann tot, dann muss man ein neues Flugzeug oder warten oder... Ihr wisst schon. Wir fliegen jetzt zu dem hier. Den holen wir uns. Mehr Stoff. Also ist ja ganz lustig so in so einem Kampfgebiet hier. Flieh! Oh, da wird auf mich geschossen! Sieht spannend aus. Oh, war ich schon erwischt? Oh, oh, oh. Alter, 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 Alter. Oh, oh, jetzt setzt es was.
Spezi, Junge. Das ist schon ganz geil. Das muss ich ja jetzt schon mal sagen. Das macht mir schon ziemlich Spaß. Alter, das tut weh, das tut weh. Nein! Sie wurden abgeschossen. Von Wustiv. Blöder Penner. In die Schlacht. Los, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Okay, cool. Ich bin wieder da. Was bin ich? Destroy the enemy ground. Woher weiß ich, was ich jetzt bin? Alexander, ich bin blau. Ich muss auf rote schießen. Immer noch. Okay. Hinterher. Hinterher. Oh. Ego-Perspektive, Ego-Perspektive, ich brauche Ego-Perspektive. Oh, jetzt gerade war ich doch dran. Das ärgert mich. Ja, überspringen. Okay. Wir stellen jetzt mal hier die Steuerung um. Okay. Nein, ich will nicht. Menü. Spieloption. Na, zurück. Steuerung. So, Maus zielen. Realistische Steuerung. Vollständig. Nein, das ist alles cool. Wie, stopp mal, stopp mal. Steuerungseinrichtungsassistent. Vereinfachte, realistische. Zurück. Ich will einfach nur wieder auf Standardwerte setzen. Ja. Möchten Sie klassische oder Shooter-Steuerung? Shooter. Okay. Da, 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 da. Okay. Dann testen wir es einfach nochmal. Auf in die Schlacht. Oh, Spieler in Warteschlange. 215, 244. Welche Nummer bin ich? Durchschnittliche Wartezeit 4 Sekunden. Cool. Geht schon wieder los. Läuft. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich hier mit der Steuerung klarkomme. Wäre schade, wenn nicht. Maustastatur, Controller ist beiseite gelegt. Hoffentlich habe ich die Vibration ausgemacht. Nicht, dass die ganze Zeit vibriert unterm Tisch. Sowas ist nämlich auch verletzend. In die Schlacht! Ach, ich habe da noch zwei zur Reserve, ja? Und schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr diesen Fliegeschall. Wow, wow, okay, damit geht das, okay. Und dann mit Maul, alles klar. Alles klar. Ah, okay. Könnte sein, dass es besser klappt. So, auf ihn! Oh ja, es vibriert. Sieht er mich nicht. Oh, es vibriert unterm Tisch. Oh, oh, ist doch was falsch. Oh, ist doch was falsch. Ist was falsch. Ist was falsch an der Steuerung. Da unten. Er wird getroffen oder was? Alter, wie das hier vibriert. Da ja. Oh. Ich habe keine Munition mehr. Oh, MG. Da oben steht 12 Sekunden dauert's. Schnell nachladen. Noch 7 Sekunden. Oh, oh.
Noch eine. Okay, da war ein Treffer auf jeden Fall bei. Wieder ein Treffer. Schön, dass es gleich angezeigt wird. Hoch, hoch, hoch. Oh, komm. Alter. Nein, ich muss schon wieder nachladen. Vollgas. 14 Sekunden ausharren. Oh. Hier gebe ich noch mehr Speed. Also. Okay, wieder vernünftige Muni. Ich muss immer die Vibration ausstellen. Okay, den holen wir uns hier, den Fury. Der wird auch schon verfolgt. Was, das war schon wieder mit der Munition. Abschusshilfe. Okay, man hat nur am Anfang viel Munition. Also die Steuerung ist definitiv angenehmer, obwohl sie ein bisschen merkwürdig ist hier mit dieser Maus. Oh, was war denn das da? Warum wurde gerade was Rotes angezeigt? Was brennt da hinten? Ist auch egal, wir schießen einfach alles ab. Okay, weiter geht's. Hier vorne. Der wird schon irgendwie abgefangen. Wie kann ich denn noch mehr Speed geben? Habe ich nicht aufgepasst. So, bremse ich. Okay, der schmiert ab. Aber ganz alleine sollte ich mich nicht diesem ganzen Haufen nähern. Ist so gefährlich. Der ist noch zu weit weg. Mehr Speed. Den aber. Oh, oh, ich werde von hinten erwischt. Ich werde von hinten erwischt. Oh, ich wurde erwischt. Scheiße, ich muss die Vibration ausmachen. Ah! Wo ist Option? In die Schlacht. Schnell weiter. Ich muss die Vibration ausmachen. Nein. Und ich bin immer noch blau. Da, 1,7 Kilometer. Auf ihn mit Gebrüll. Das ist schon Vollspeed, was ich hier mache. Ich hab hier schmiert. Wo ist er? The enemy is the winner. Toll, 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 toll. Ah ne, sind kurz davor. Also so viele Rote gibt's doch gar nicht mehr. Kamikaze hier. 400, 700 Tickets. Muss ich irgendwie weiter auf den Boden angreifen? Oh! Nein! Nein, da hat mir jemand... Oh! Nein, da hat mir jemand... Penner! So, aber einen Fight machen wir noch. Weil ich verstehe es immer noch nicht ganz, aber ich finde es auf jeden Fall... Also für mich ist es lustiger als zum Beispiel World of Tanks. So. Okay. Auf in die Schlacht, würde ich sagen, oder? Ich weiß noch nicht, wie ich hier irgendwas... Einsätze. Sie können Flugzeuge der Luftwaffe dieses Landes freischalten, indem sie das grundlegende Tutorial abschließen oder einige Zufallsschlachten gewinnen. Na klar, wir machen noch ein paar Zufallsschlachten hier. Kostet doch nichts. Kostet doch nichts. Oh, derzeitige Wartezeit sogar 14 Sekunden. Fick die Henne. 14 Sekunden. Darauf muss man erstmal klarkommen. So, Spielbeitritt. Los, 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 los. Letzter Fight, einfach nur mal, um reinzugucken. Ich könnte noch ein bisschen was an der Steuerung ändern, weil so ganz gefällt die mir immer noch nicht. Ich würde gerne hier mit so Seitenruder machen, also mit der Maus. Zurzeit habe ich da das Querruder, wenn ich jetzt im richtigen Jargon spreche.
270. Yeah, mit dem habe ich schon am meisten. Also los. Muss ich Munition eigentlich nachkaufen? Wahrscheinlich muss ich doch auch Bodenziele. Destroy the enemy ground vehicles. Also doch! Scheiße! Ja, hier habe ich das Querruder. Und ich würde lieber das hier mit der Maus machen. Aber naja, man kann nicht alles haben. Wenn ich mich hier dran gewöhne, dann geht's ja schon klar. Also, ich fliege eine große Schleife und komme von hinten. Ich bin jetzt Arschficker und komme von hinten. Mir fehlt so ein bisschen hier Seitenblick. Sodass ich, dass ich jetzt hier so nach hinten gucken kann. So, Höhenvorteil. So, da hinten die drei. Die kriege ich doch schon mal gefistet, oder? Wenn jetzt keiner von der Seite angreift. Okay, halt nicht. Oh nein, haben sie mich schon. Verdammt. Bin ich in die Flak wenigstens reingekracht? Wing cut loose. Oh. Na gut, ich habe ja noch drei Flugzeuge. Ich weiß nicht, wie lange die gesperrt sind. Wo sind denn die Enemy Vehicles? Kann ich die ganze Zeit die Flugzeuge knackern lassen. Immer noch blau, Vendetta, du bist immer noch blau. Und ein Luft-Nazi. Hm. Mal einen Flieger aussuchen, der da oben. Okay. Scheiße, ich muss nachladen. Aber hinterher, hinterher, der kostet doch nichts. Die 14 Sekunden fliege ich dem jetzt nach. Oh, der macht schnell mehr Meter als ich. Noch 6 Sekunden, Freundchen. Wieder auf der Abschussliste. Tiefer, tiefer, tiefer. Ich komme nicht ran. Ne, er ist zu schnell. Ich komme nicht hinterher. Ärgerlich. Überlastung 7G. Egal, wir müssen weiter Boden kaputt machen. Los, wir fliegen jetzt tiefer. Unterm Radar. Ah, so sehe ich nichts. Steuerung. Ich will noch schnell wissen, wie komme ich in die Innenperspektive. Sehe ich nicht. Egal, geht weiter. Ah, der ist schon abgeschmiert. Alles klar. Ich muss wieder auf Bodenziele gehen. Den habe ich auch nicht erwischt. Ist ja ärgerlich. Alles klar, das war gar nicht so verkehrt. Nein! Nein! Scheiß die Wand an. Mein letztes Flugzeug. Mein letztes Flugzeug. Habe ich jetzt wenigstens dafür mal ein paar gute Punkte gekriegt? Alter, ich überziehe. Ich weiß, aber es macht mir gerade echt Spaß. So viele Punkte habe ich nicht. Aber ich fange ja auch gerade erst an.
So, wo sind die roten Punkte? Ich will keine Flugzeuge mehr abschießen, ich will weiter hier auf dem Boden was kaputt machen. Obwohl Flugzeuge natürlich super interessant sind. Ist noch ein Flugzeug näher dran? Der ist abgeschmiert. Muss tiefer kommen. Was? Nicht schon wieder, nicht schon wieder. Oh, meine Fresse. Jetzt haben wir ein Let's Play hier von 25 Minuten. 25 Minuten ist eine beschissene Zahl. Oder? Wir machen jetzt einfach die 30 voll. Aber ich will trotzdem noch wissen. Uhu. New Country Unlocked. Yeah, ich kann jetzt amerikanische Flugzeuge fliegen, aber das will ich gerade gar nicht. Ich will jetzt wissen, wie ich... Steuerung anzeigen. Verfolgungskamera, Feind, alt. Mhm, U. Mhm, Cockpit-Ansicht, Cockpit-Kamera, F2. Alles klar. F2, auf in die Schlacht. Wollen wir historische Schlachten mal nachspielen? Nein, Quatsch. Auf in die Schlacht, ey, ne, Cage-Schlacht. Bum, bum. Noch ein paar kaputt machen. Letzter Fight, wirklich letzter Fight, ich verspreche es. Aber ihr merkt, es macht mir Spaß. Ich habe hier viel mehr Spaß als bei einem... World of Tanks. Muss ich ganz ehrlich sagen. World of Tanks, da hat mich eine Sache gestört, nämlich die Ballistik. Mich hat dort gestört, dass da diese Coriolis-Kraft nicht so ganz mitgespielt hat, sondern dass man im Grunde wie bei einem Counter-Strike draufzielen und schießen. Dass die Kugeln nicht so eine Neigung hatten, ne? Wenn man schießt, dann fliegen die ja höher und dann senken die sich irgendwo wieder, ne? Das hat mir gefehlt. Wir nehmen den hier. Auf in die Schlacht. Ah nein, ich muss den hier nehmen. Ah, egal. Cool, dass ich die ganze Zeit hier ohne Ende meine Flugzeuge fliegen kann. 99. In die Schlacht, los. Los, 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 los. Alex Vendée, was ist denn das? 69002. Kenne ich aber nicht. Hey, brennt schon was? Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Was ist das da? Wer oder was ist das? Achso, F2. Wow, wow, wow. Dicke Bombe. Alt. Er hat doch gesagt, oder was? Alt, nee. Alt links. Geht nicht. Alter. Aber das ist einfach die schönste Ansicht, ne? So, wann kann ich schießen? Hochziehen. Überlastung. 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 Oh, die mögen mich nicht. Wow, wow, wow. Die mögen mich nicht. Wow, wow. Hahaha. Vendetta geht steil. Und ein Flugzeug habe ich auch noch zerstört. Ich geiler Hund. Der Pilot des feindlichen Flugzeugs ist bewusstlos. Oh, ich muss noch nachladen. Oh nein, ich muss nachladen. Nein, ihr werdet mich nicht los. Niemals. Nein, nein. Oh, das gibt einen Kornbrand. Verdammte Axt. Verdammte Axt, das gibt einen Kornbrand. Leute, ich sag's euch, das gibt einen Kornbrand. Das gibt einen Kornbrand. Hier, nächste. Ab in die Schlacht hier. Kostet doch nichts. Ich glaube, ich mache hier sicher einiges falsch, aber das ist mir... Oh, mach ich nicht. Ich bin ein cooler Typ. Guck mal, cooler Typ. Ich habe das Spiel verstanden. So. Also das Spiel ist ganz einfach zu verstehen. Leute töten. Nehmen wir den.
Der wird gerade von jemandem getrieben. Das könnte man versuchen. Mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufbauen jetzt. Oh, beide im Arsch. Okay, alles klar. Hier rüber. Überlastung. Ja, los, hier hoch, Digga. Nein, ich muss nachladen. Yes, baby! Wuhu! Geiler Typ, Vendetta, geiler Typ. Ich muss mich mal selber feiern. Ich spiel's das erste Mal, Leute. Ich spiel's das erste Mal. Kritischer Treffer, kritischer Treffer. Wollen wir noch ein bisschen Heckmeck machen, Digga? Wo bist du? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Alter. Hinterher. Oh, schnell, lad nach. Lad nach. Oh, ich werd getroffen. Den ramm ich einfach jetzt. We're ahead of the enemy. The enemy has been defeated. Oh nein, es war schon. Es war schon. Egal. Das sollte euch ja einen kleinen Einblick bringen in dieses Spiel. Ja, yeah, erster Platz. Also auf meiner Seite. Haben wir überhaupt gewonnen? In Stalingrad. First Fights. Yeah, Belohnung. Cool. Naja, ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Nur das ist wichtig. Okay, da drüben sind viel coolere Säue. Ich weiß, ey, aber Leute. Hä? Alex Vendé 69002. Obwohl ich so nicht hieß. Ist wenigstens auf dem ersten Platz auf seiner Seite. Hallo, immerhin. Und ich hoffe, ich konnte euch hiermit jetzt einen kleinen Einblick in dieses Spiel bescheren. Ich finde es großartig. Ich muss unbedingt Panne und Pseudo Bescheid sagen. Wir müssen das unbedingt nochmal zusammenzocken. Das ist wirklich, wirklich geil, das Spiel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und wir sehen uns bei einem weiteren Video. Also haut rein und bis dann. Ciao, ciao.